Einen wunderschönen guten Herzlich willkommen im Amazon-Warenlager und im Fanpostlager. Ich zeige euch nochmal kurz einen Überblick, wie es kurz hier in der Bude aussieht. Das ist alles Fanpost, das ist Amazon-Krams, das ist alles Fanpost. Also das ist, ich hoffe, man erkennt wirklich, wie viel das ist. Der ganze Flur ist voll im Schlafzimmer. Hier nochmal, haben wir gerade abgeholt. Und ja, hinter diesem Mann ist ja wirklich alles komplett voll. Also hier, das geht auch noch hier rum, das ist alles komplett zu. Und in der Packstation sind noch 7 Pakete, hier sind noch einige. Und ich stimme im Auto, sind auch voll. Junge, ist das krank. Also das wird heute eine lange Folge. Kannst du nicht einfach ein Rallye von der F-Garage fahren, ob du das dort zwischenlagern kannst? Ich will so ein komplexes System aus Hochöfen hier errichten. Ich versorge die Stadt mit Energie. So, ich würde mal anfangen. Ja, also. Ein Video öffnen? Ja, ist keine Angst. Also, wir packen heute so viel Fanpost aus, wie es geht hier. Das ist, Junge. Und das ist übrigens Fredinger Stream. Der Mann streamt regelmäßig den Euro Truck Simulator auf Twitch. Fredinger_Stream. Link ist im angepinnten Kommentar. Das macht mich alles aggressiv. Warum kannst du den Leuten kein ordentliches Messer zur Verfügung stellen? Weil genau das die Leute sehen wollen. Die wollen sehen, wie ich leide und auch wie die Leute hier leiden. Okay. Hallo Herr Arnusberg, viele Grüße aus der Jägermeisterstadt Wolfenbüttel. Ich grüße den Langbart und den... Ja, es ist ein Betrüger. Viel Spaß mit dem Schmutz in diesem Paket. Mit freundlichen Grüßen, Johnny AK MC Pfanner. Fick dich. Bitte einfach achtlos auf den Boden werfen. Achso. Kannst du Snuff? Nur bitte kein Snuff im Chat, danke. Was ist denn das? Ja, vielen Dank für das Kleingeld. Das ist mehr gut. Kleingeld und eine Maske von Lieferando. Nee, bitte keine gebrauchten Masken, vielen Dank. Ist doch waschen. Hey, ey, Junge. Alter, ich distanziere mich aus mit diesem Hilfe, mit diesem Rascher. Oh, Junge, eine Mütze. Die habe ich schon. Wenn du noch eine brauchst. Nee, danke. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Aber vielen Master. Ich werf's einfach. Schön. Ja. Ein Cockring. Kann man den in die Kamera halten? Kommt drauf an. Das steht einfach nur toll. So, aber hier hinten ist ein Penis drauf, deswegen das, will ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich das ist ein Adapter-Mundstück. Lässiger. Ich bin ein Assi. Embryo? Boost Customs? Flavor Boost Customs? Embryo? MT? Mehr Kleingeld. Was soll denn das sein? Klar bei Höhle. German High End Engineering. Ich distanziere mich ausdrücklich. Hä? Das sind einfach nur Federn. Ach, das sind Verdampferspulen. Ach, Junge. Junge. Ich dachte, hier steht Embryo drauf. Ich bin einiges gewöhnt, deswegen habe ich gerade so überlegt. Fliegender LED-Propeller. Junge. Was stand jetzt alles Wichtiges in diesem Zettel? Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ich auch. Also, okay, gut. Was? Das fängt doch gut an. Das ist ein angenehmes Paket. Ja, das stimmt. Das ist absolut legitim. Aber Embryo, ich wollte gerade eigentlich gar nicht wissen, was da drin ist. Dann kauft mir Spulen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja. Vielen Dank für den. Was niemand ist? Hat die Absicht, das Internet zu lösen, außer ihre CDU. Henry, die Politik ist ein testfreier Raum. Du weißt schon, Bratan, du weißt schon. Ist das noch original verpackt? Das ist noch original verpackt. Bitte keine original verpackten Produkte, danke. Doch. Stecken Sie sich bitte ein. Natürlich. Bitte mehr Honig herstellen, danke. Bitte mehr Honig schicken und bitte mehr Nudeln und bitte mehr weniger Amazon-Pakete. Was sind Produkte, die du gerne verspeist? Ich würde mich über Getränke freuen. Getränke. Vorlieben zuckerfreie Getränke. Mullen. Das ist noch Kleingeld. Darm. Ach, Junge, das ist wieder das, was nie. Ja, das sind doch. So, Pfand. Das ist Pfand so ähnlich. Einfach gerne Deluxe. Nicht liegen. Nichts liegen. Hä? Dann legt bitte nichts in das verdammte Paket, was man liegen könnte. Also, das einfach ist es. Junge, das macht mich wieder sauer. Leute. Da
Machen wir das jetzt lesen oder nicht? Ich lese mir gerade durch, aber ich gebe einen schönen guten Bartsack miteinander. Nachdem ich mir das Gemulme auf YouTube nun seit viel zu langer Zeit gebe, schicke ich Ihnen auch eine kleine Gabe. Gib nicht alles auf einmal aus und sei auf Discord aktiv und magisch Schwein. Mare Grüße an Laume, Trapp, Flowtrix, Agent, Ramulm, Schke, Tim, Domfik, Desimulm und den Maren SuproV. Das ist, sind doch die Leute vom Discord hier. Ach, Junge, das ist doch hier vom Geschwätz. Junge, mein erster Dollar. Hier ist das gleiche Müll. Das ist der Müll, damit kann ich den Daumen noch mal ein Kleingeld, irgendeine Geldklammer aus Deus Maximus, Junge, das ist von Codeleger. Controller-Dinger. Henry. Irgendwelche. Ich hatte immer Wut beim Zocken. Au! Ich hatte immer viel Wut gehabt beim Zocken. Eine Taschenlampe. Was sind das? Und funktioniert jetzt gerade noch? Junge. Auch wieder Müll. Gut. Oh, Pepschick. Junge, der Mann ist crispy clean. vielen Dank, Grüße gehen raus ins Geschwätz-Discord. Hey. das Geschwätz. Magere SuproV. Statement zur massiven Zunahme des SuproVs? Ja. Hey, Junge, eine Crispy. Sehr geehrter... Das ist ein Boomerang, du Trottel. Sehr geehrter Herr Abschachtberg, ich hoffe, Sie empfinden große Freude beim Entpacken des feinen Krimskrams und der wundervollen Gaben in diesem Paket. Viele Grüße an deine größten Fans, Haraminiak und Bunker Jens. Mit freundlichen Grüßen, der Trichter. Alter, diese Briefe, die machen mich einfach nur glücklich. Eine Handyhülle für ein iPhone. Also ich werfe... Hast du deinen ganzen Weihnachtsgelumpe hier reingemacht? Junge, Gelumpe? Ein geiles Wort. Das sind Aquariumpflanzen. So, Weihnachtsgelumpe, Junge. Falls es Oettinger. Ja, je, je. Schiebe ich mir. Ja, leg mir eine. Dark Beer Senf. Nee, die könnte ich echt. Soße, die schon benutzt wurde. Die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht hier. Das sind Aquaristen. Warum ist denn hier. Ich frag jetzt mal. Das ist übrigens Tonic. Junge, Schnups. Ah, was von der Polizei. Pflaumencouleur. Bleib sauber. Junge, danke für nichts. Das ist. Ein Tonic war das? Oh ja. Das ist. Leider schon seit einem Jahr abgelaufen. Von Elke Schaal, von Wosig Toben und von Buddy. Ey, wirklich? Vom echten? Alter, das ist vielen Master. Ein Heizkissen, was du hier so ein Taschenwärmer? Das ist prähistorisch. Oh Junge. Ich will es gar nicht wissen. über 100 neue Rezepte, Band 7, Gemüse genießen. Ich koche nur nach den Rezepten von Herr Hultmann. Diese Gerüche immer hier drin, das ist auch normal. Nee, das ist manchmal denke ich, das ist ein Raucherhaushalt, aber dabei. Junge, einfach vergammelt oder rüber. Ich kann nicht wieder Kaugummi fressen. Das. Junge. Aber ist es ja. Das ist, okay. Okay. Danke auf jeden Fall. Das ist auch auf jeden Fall absolut legitim, geliebte Augen. Also bis jetzt ist noch kein Schmutz dabei. Nö, das war ja wirklich schon Level 5 von 100. Das waren Hundeknochen, war das. Henry, du ja. Dotten. Wer klebte das so drauf? Ich tue mich gleich so. Pfand! Junge, ich glaube, es ist nur der. Star Wars? Junge. Diese Wichsen. Das ist kein Problem, das kriege ich ab. Ich weiß, aber Junge, das kannst du im Käfer für teuer Geld verkaufen. Bitte lesen Sie diesen Schmutz! Ja. Ist sogar noch was drin? Du bist guter Otterkringer! Alter! Werter Max, deine Auspackvideos laufen seit ein paar Tagen in Dauerschleife bei mir. Ich feiere deinen Paketwahnsinn. Ja, damit du zur Abwechslung nach etwas Sinnvolles bekommst, schicke ich dir eine kleine und feine Auswahl an österreichischen Bieren. Soweit, das kann ich nicht lesen, weil es zerrissen ist. Alle frisch im März 2021. Die Biere sind deshalb. Deshalb erwarte ich, dass du. Jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich alles zerrissen habe. Du bist ja wohl nicht so ein Spitzbube im Unterholz und drückst dich davor, oder? Vor was denn? Ich weiß auch nicht. Hochachtungsvolle Grüße aus Wien wünsche ich dir. Der Regulator. Also, ich werde diese Biere definitiv verzehren, wenn er das meint. Also,
Das Mädchen freut sich, das erinnert mich an den. Aber das kannst du teuer Käse verkaufen. Der zahlt dir einen Haufen Kohle dafür. Echt? Der macht das daraus. Jürgen schaut. Wenn du das siehst, bitte um Angebot. Heinz ist größer. Ja, 70 Euro pro Dose, Brater, und ich mache dir Freundschaftspreis. Vielen Daumen für die Brühe, die wird definitiv gesoffen. Grüße an das Mädchenvieh. Das Vieh schafft schon wieder mit den Hufen, wenn es das hier sieht. Der riecht das. Es ist auch wunderschön verpackt mittlerweile. Also. Ja, vorbildlich. Oh, Junge! Mein geliebter Bruder, heute übersende ich dir ein wenig Pfand. Pfand mit F natürlich. Und ein wenig Kleingeld und ein paar Leckereien. Lass es dir schmecken, du machst den besten YouTube-Content und ich hoffe, dass du dir den Suff schmecken lassen. Falls du das Paket noch nicht aufgemacht haben solltest und das Paket als erstes öffnest, mach bitte gleich danach auf. Mit derselben Absenderadresse, ansonsten war das Paket mit den drei Flaschen feinsten Suff. Grüße, lieber Pia. Was? Ja. Das verstehe ich nicht ganz, aber geht klar. Das kann ich dir nicht sagen, geliebter Onkel. Bitte keine kühlpflichtigen Produkte, danke. Es klingt nach. Sorry. Ich weiß es, ja, das ist schon abgelaufen. Nee, ich bin ziemlich einfach da jetzt. Ei. 9.2.7. Das ist doch mal gut. Das schmeckt. Heinz Sanuta? Junge, vielen Dank für das kleine und braune. Junge, feinste Süßigkeiten. Junge, geil. Nimm die bitte alle mit. Ja, du Spekulatius. Nee, danke. Bin ich nicht so der Freund. Aber keine kühlflüssigen Artikel. Außer du schickst es im Styropor-Paket mit einem Haufen Kühler. Die sind doch gar nicht kühlpflichtig. Doch, die sind im Kühlregal bei Netto. Ja, die sind auch schon einen Monat drüber. Ach Mann. Scheiße! Vielen Dickdarm. So alles. Prost auf euch, Ratten. Oh nee. Warte mal, riecht das? Nee. Oder? So, ich musste Kartons loswerden, aber da du so wenig hast, schicke ich dir die einfach. Hast ja so wenig. Ach du, das ist schwer. Nochmal als letztes. Junge! Sind das am Ende nur Kartons? Spotify. Was denn? Junge, bitte! Ich bin mich gerade etwas erschrocken. Ja, bitte nicht den ganzen Tisch, Alter. Eieiei. Bruder. Was ist denn das? Was zum verfickten Teufel, Alter? Warum? Eine Maske. Also vielen Dank, der Verschleiß, wenn ich mit dem Schänder saufen gehe und wir Musik hören, ist hoch an den Dingern, aber warum? Vielen Dank. Das macht mich schon wieder alle. Gehen wir so irgendwie. Junge, ich hinterfrage nichts. Hast du keinen Pappkarton zu Hause? Müll? Ich bin der Müll der Gesellschaft. Von mir entsorgt man alles. Bitte keine verschreibungspflichtigen Medikamente, danke. Da gibt es niemanden. Nicht verschreibungspflichtig. Ja, geht so weit, also dir. Kannst du wieder alles verspeisen, was du findest? Nee. 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 Das ist schwer, sagst du. Ja. Och, Junge, was ist denn das? Alter, warum sind die neu? Die sind ja original verpackt. Ja. Aber die passen nie in die Pläne. Die passen nie in den Sinn rein. Die Junge, das sind doch keine. Das ist doch hier so richtig von der Baustelle, Alter. Das ist doch. Alter! Große Maschine. Warum? Du musst dir überlegen, der Mann schickt dir Pudding. Wir zahlen dafür Porto! Puddingpulver? Bitte nicht auf den mageren Tisch! Junge, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll gerade, das macht mich schon wieder wahnsinnig. Der Mann hat eine Größe 48, das muss man jetzt. Ja, auf jeden Fall danke für den Pudding. Alter. Das Ganze alles im Schandler. Statement bis jetzt? Ja. Es ist also besser als früher. Stimmt, es gab noch keinen Harn. Es gab noch keinen Harn in irgendwelchen Pfandflaschen und noch keine Streichhölzer. Gut. Ich muss noch ganz kurz das mit aufzeichnen, wie du ein zuckerhaltiges Getränk trinkst. Das macht mich glücklich. Das macht mich wütend, weil du nichts Zuckerhaltiges im Haus hast. Weil ich nichts zu. Ja.
Aber deswegen bist du auch das Süßeste von allen. Das mag ich zwar zu bezweifeln, aber danke für das Kompliment. Das macht mich einfach nur geil. Hier steht auf dem Zettel, die Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen und dann schreibt derjenige, der es verschickt hat, obendrauf, Paket entspricht den Versandbedingungen und dann kommt's an. So muss das sein. Grüße gehen raus an Maren Merlin. Und dieses Paket ist alles anders, mager. Bin ja mal gespannt. Oh Junge. Das wird wahrscheinlich gut werden. Wie bitte? Das wird gut werden. Das wird gut werden. Junge, bitte den Stuhl nicht zerstören. Ja. Vielen Dank. Ihr seht mal bitte ordentlich, das macht so drastische Plätze aus. Wir schaffen das. Junge, was? Haben wir die? Das ist schon mal leer. Ja, das ist alles. Alles abgelaufen? Das wurde 21. 15.10.21. Okay. 1.1.21. Und arbeitet der Mann im Großhandel? Wir stehen jetzt gerade um 6.20 Uhr. 9.04.21. Kannst du mal essen? Hier steht gar nichts drauf. 8.20.20. 11.20.20. Hey, Fan, danke. Junge, 18 abgelaufen. Also, das ist wie das, was du mir letztens mitgegeben hast. 16.02. 21. Mittlerweile entsorgen schon Süßigkeitenläden ihren Abfall bei mir. 1.21. Siebter 21, ui. 9.20.20. Junge. Vielen Dank. 26.12.09. Ibufla macht 100 leider alles leer. 5.20.20. Ganz frei. Naja, also wir müssen das jetzt hier nicht alles durchgucken, aber... wir geben einfach alle die Schande und gut ist. Ja, also das gucken wir uns dann nochmal durch im Nachhinein. Da war auf jeden Fall ein bisschen was dabei, also... Drei Sachen. Bis jetzt drei Sachen, mal gucken. Also, vielen Dank auf jeden Fall für diese Unmengen an Snacks. Davon sind bestimmt ja, locker ein Fünftel essbar. 500. Junge. Aber auf jeden Fall wildes Paket. Das muss ich definitiv mal einverleibt werden. Ach, komm. Zettel war nicht drin. Hä? Zettel war nicht drin. Nee. Unten lag auch keiner. Junge, was soll denn das? Danke auf jeden Fall für die Entsorgung zahlreicher Lebensmittel. In unseren Mägen. Junge, was ist denn das? Avengers Hulk Smash Mineral Drink. Ihre. Wie, Walking Darm. Junge, das Energy Drink, nie gesehen. Superman. Das ist leider oben sehr stark voran. 2018. Nee, nicht wegschmeißen, das ist halt Sommerwert. Hier, das ist ja völlig versifft. Boah. 2020, dann scheint das halt ein Mensch. Und, ja, stimmt, das ist hundertprozentig vom selben. Cidre. Das wird der Jürgen sich schon reinpfeifen oder der Flötenmann. Du, das kann nur derselbe sein. Der lacht sich gerade ins Feuchtsten, aber dafür. Oh Junge! Gib mal jetzt vorhin oder? Henry, die Bulle ist ja schon offen. Echt? Ja. Nee, oder? Doch. Da fehlt doch was. Ja, die ist offen. Was soll denn das? Ich würde sagen, dafür hast du alles entschädigt, aber... Ich glaube, die Leute, die planen das extra so, um eben erst so Freude... Zu spät wird's nur, ne? So ein bisschen Freude aufkommen zu lassen, dann bricht man denjenigen, also mich, im Nachhinein doch noch. Junge. Die selbstgemachte Marmelade, ja? Ja, das quillt leider alles hier raus. Original verpackten Müll. Also was zum Geier, Alter? Was ist denn das? Fleischbrühe. Thor Ragnarok. Will dir keine Fleischbrühe, danke. Soßenbinder.
Also, jetzt mal, hat das hier eigentlich noch was mit Fanpost zu tun? Das hat einfach nur damit zu tun, dass du den Müll der Leute entgegennimmst. Ja, aber das... Ich meine, hier steht kein Datum drauf, das kann man ja nicht essen. Also das riecht doch mittlerweile sehr unangenehm. Hier riecht es irgendwie ganz komisch, oder? Also, chill out mit Lavendel, das ist ein Geier. Wer packt denn sowas in irgendwelche Tüten ab und schickt? Das ist ein Jahresjubiläum abgelaufen. Ja, aber ich glaube, ich habe es gefunden, was hier so riecht. Oh nee. Ich weiß. Ach, das Kleingeld, Junge. Das Kleingeld stinkt nicht. Ah, Junge, ja, das ist auf jeden Fall sehr schmackhaft und das läuft doch niemals ab. Ich dachte, ein paar Jahre, wenn es dann bald kein Geld mehr gibt. Henry, bitte nicht die Abschaffung des Bargelds promoten. Bist du geil, das sind Ohrringe. Das ist doch von der Nathalie, Alter. Das sind ein Haufen Marvel-Produkte drin gewesen. Wie gesagt, das kannst du eigentlich so, wie es ist, eigentlich mit Paul reden. Ja, es ist interessant auf jeden Fall. Es ist definitiv dasselbe Antwort. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das Klebeband hat eine andere Farbe. Also das sind wahrscheinlich Brüder höchstens, aber nicht ein Hausstand. Bitte keine massiven Mutmaßungen, danke. Na, der Beutel ist gleich full. Noch nicht schwer, das mal rein. Junge, Junge, Junge. Bruchgefahr, nicht werfen und von Messer schütteln. Candle with hair. Candle with hair. Wenn da jetzt wieder dasselbe drin ist, flippe ich aus. Nee, ist ein Brief drin. Moin Max, geliebter Bruder. Heute versende ich dir ein erneutes Paket. In den letzten Videos habe ich gesehen, dass du noch nicht genügend Suff hast. Da heute mal 3 Flaschen Suff. Ich hoffe, die Flaschen kommen heil bei dir an. Und im Paket sind noch ein paar Süßigkeiten. Wenn du sie selber nicht essen willst, kannst du ja gerne den Gender übergeben. Ich hoffe, du freust dich auf den Inhalt. Und im nächsten Paket gibt es wieder ein wenig Pfand und Kleingeld, geliebter Bruder. Liebe Grüße aus Leipzig. Pia, den hatten wir vor uns schon. Das ist das Paket, was er erwähnt hatte. Ah, auf jeden Fall ein sehr guter Mann. Weil, weißt du, woran ich das erkenne? Pfand wird wieder mit F geschrieben. Das ist ein guter Mann. Ui, das sieht doch mal gut aus. Oh ja, das... Das ist genau die Scheiße. Mach es auf. Junge. Du sollst es aufmachen. Warte mal. Na, das werde ich selbstverständlich nicht aufmachen. Machst du den Balkon auf? Na, das werde ich von hinten aufmachen. Derartige Fallen werde ich nicht, da werde ich nicht drauf eingehen in der Fanpost. Das ist mir mein Leben echt zu wertvoll. Mein Leben? Nee, ist so. Also. Am Ende ist das einfach nur irgendeine 100-Euro-Stange verschickt und schmeißt es weg. Das ist mir Boogie, das lasse ich den Flötenmann demnächst öffnen. Meine Hände sind mir echt zu teuer. Also. Der Mann versucht nämlich mit dem hochwertigen Paket einen guten Eindruck zu erzeugen und dann wird der blanke Hahn hier auf mich losgelassen. Juli, der Mann hat es echt gut verpackt. Ja, das ist sehr vorbildlich. Ich lutsche seinen Lümmel. Dafür, dass er dir wahrscheinlich die Hände an sprengen will. Junge, bitte. Am Ende ist das einfach nur so ein Luftschlangen-Ding. Ich bin ein vorsichtiger Mann, man lebt da immer. Die anderen Flaschen ist fertig. Was auch sonst. Junge, geil. Diesmal ist es aber unglaublich. Es gibt nie immer fertig. Die Flaschen mal kurz rausholen, dann kann ich mich darum kümmern, die auszupacken. Ich muss mich erstmal um was ganz, ganz Wichtiges kümmern. Ja, ob das hier noch gut schmeckt. MAD 10.21, oh geil. Ich esse wirklich wenig Süßigkeiten, aber wenn so sauren Scheiß. Ich glaube, ich sollte mit diesen Händen nichts anfassen, was ich essen möchte, aber egal. Ja. Der Mann schon eine Zeitung ausbauen. Schmeckt's. Nur die Goldkröte. Das ist wie so eine, wie du gerade irgendwas ausweichst. Ja. Da ist nichts mehr drin. Junge, komm, oder? Bitte nicht die Flasche öffnen. Vielen Dank. Was ist denn das? Oh, die habe ich gerade geöffnet. Ja. Da sind hier schon die Zerge drin. Friesengeist aus Friesland. Geist, das ist es.
56%? 56? Mhm. Ich hoffe, das schmeckt dem Flötenmann. Ja, einfach alles über den Flötenmann zu kommen. Ja, der Mann genießt es ja wirklich. Ja, das stimmt. Das brennt. Das brennt richtig. 18% und 28. Das macht alles. Mittagspause? Geil. Ja, kurze Pause. Weiter geht's an die Obi! Dieses Paket entspricht übrigens den Versandbedingungen. Ja, laut DHL nicht. Zum zweiten Mal kam es an. Bitch. Henry. Hallo, sehr geehrter Herr Schatzberg. Huhn! Bitte sehr laut. Huhn! Seit Dekaden wollen wir mit großer Begeisterung Ihre magere Bewegtbildproduktion und wollten mit feinem Unrat, kann ich nicht lesen, Ihr prachtvolles Lied ersteifen lassen. Wir hoffen sehr, dass die indische Feinkost Ihrem Mindest, was auch immer, in beliebigem Maße zum Brennen bringt. Ja, da kann, wo ist denn der Müll? Ja, ziemlich das ganze Zimmer ist der Müll. Was soll er dann? Ja. Oh, Pokémon-Karten. Das ist sogar eine, die Holo. Bestimmt 10.000 Euro. Ja. Eine blanke Hain. Eine versiffte Hülle. Junge. Pokémon-Bildschirmschreiber, Desktop-Team, 3D-Filter, alle 51 Pokémon-Grafiken. Kartenspiel zum Ausdrucken. Ich distanziere mich ausdrücklich von allen 91 Pokémon-Grafiken. Junge, bei Jonny. Dieses Messer ist ja echt beschissen. Junge, das ist original verpackt. Alter. Als ob. Junge, das hat ja aber die erste Serie, oder? Ja, natürlich. Junge, das ist niemals das Original drin, da ist bestimmt Gammelfleisch drin. Nein, Junge, das ist original verpackt. Dann beschädigen Sie bitte die Verpackung nicht weiter, geliebter Onkel. Ich muss dringend zu meinem Großvater. Und vielen Dank für das Gold und Braun, Alter. Bitch. Das erinnert mich wirklich an die guten Zeiten 2017. Da sind wir direkt danach zum Rewe, haben wir den Selbstzahlerkassen Schnaps geholt und den Brennpunkt eingeladen. Das ist wirklich Musik in meinen Arsch. Ist übrigens, warte. Noch mehr. Alter, Junge. Pfand. Alter. Junge. Meine Gebete wurden verfickt normal erhört. Junge, ein Stuhl. Also jetzt mal im Ernst. Ich lutsche den Schwanz, du geile Sau. Willst du bitte eine leere Pappe geben? Muss ich das Papier mal reinmachen? Schmeiß es einfach. Schmeiß es. Ah, ein Tiski. Ui, das schmeckt. Ey, wirklich danke für das Leergut. Es gibt kaum was aus meinem Herz. Ja, gut. Guck mal, wann das Tisch hier abgelaufen ist. 2014. 2014! Das ist nicht abgelaufen. Das ist schön. Nicht mehr einverleiben. Genieß es, genieß es einfach. Jetzt. Nee, das ist mir klar. Ja. Das ist einfach 2014. Ich sag's dir, das wird der Yeti im Suff nicht merken, wenn ich ihm das anbiete. Oder der Klose oder der Schen. Ja. Das sind einfach alle. Das ist ein Unrat. Vielen Rodriguez. Nee, Alter. 14, Alter. 2014! Das macht mich fertig. Wie findet man sowas? Das ist eine gute Frage. Oh, Junge! Sehr geehrter Herr Zbergius, ich wollte mich nur für all die kranken und feinen Jahre bedanken. Ich kenne mir deine Videos schon sehr lange aus den Zeiten deiner Technikvideos auf Englisch. Hahaha, Junge! Diese Zeiten, diese Frisur, oh ja. Die Kleidung schicke ich dir im Gewissen. Du trägst diese mit Stolz, denn ohne DHL keine Packstation. Gott schütze die Deutsche Post. Ja, jetzt DHL. Und noch etwas, wenn nächstes Mal ein Paket für dich als Verstoß gegen Versandbedingungen dokumentiert wird, schick mir bitte nur die Sendungsnummer auf Instagram und ich gucke in unser System und sage dir den Namen von dem Typen, der das so gescannt hat. Somit können sich Leute direkt mit Namen und direkt vor Ort, wo der Typ arbeitet, beschweren. Insta-Name laut nicht vorlesen. Gruß an Paul und die anderen Krankenschweine aus der Truppe. Hoffe, wir sehen uns beim Oktoberfest nach dem Lockdown. Hahaha. Grüße aus München. Ja, das ist. Ja.
Das ist ja wirklich eine absolute Ehre, man. Wir kennen uns ja schon ewig. Sehr schön, ey, geil, mein Gebet wurde verdammt. Ich. Mir ist an mir aus dem Bayern-Schwall, den würde ich gerne an jemanden verschenken. Ich hab da kein Interesse dran. Alter! Junge, ich, Alter! Junge, ist sogar noch voll gut! Junge, Bangladesch! Silberpfeil! Vielen Dank für die Kleidung, liebter Onkel! Psychose. Ja, feinste DHL-Kleidung. Junge, vor allem dreimal! Also. Das ist eine dünne Jacke, das ist eine dicke Jacke. Habe ich denn hier auch schon mal was gegeben? Das ist ein Sporthemd. Alter, Junge, ist das krass. Junge, die ganze neue Kollektion. So, original der Elkin Super oder den Müll. Den ich nochmal hatte. Junge, ist das geil. Dankeschön auf jeden Fall. Vielen Uterus. Hundeshop.de. Ich hoffe, der Shop hat dir was geschickt. Hier ist feinstes Terrakanis drin, was du jetzt live hier verspeist. Und dieses Messer ist wirklich der absolute Boden. Die Sicherheit steht im Vordergrund. Was denn für die Sicherheit, Alter? Wenn ich mir hier einen Finger abschneide, ist das doch nicht dein Problem. Doch, da muss ich wieder schneiden. Das ist. Herz auf Unifans oder so. Henry! Vorfahren geht runter. Als ob, Alter. Ich habe gestern erst jemanden, den ich kenne, das Max, empfohlen, das zu kaufen. Und jetzt ich hoffe, dir gefällt mein Paket. Dieses nur das erste, wenn du mein nächstes. Wenn du ein nächstes magst, sag ja! Mehr, bitte mehr! Ich habe die Naschereien mit hineingelegt, gib dem Schänder auch was ab. Oh ja, Mulm. Kannst du mir mal schreiben? Das ist eine E-Mail-Adresse. Und nee, das ist Instagram. Die 80 Cent sind für eine Briefmarke für die Autogrammkarte. Hier ist der vorfrankierte, also nicht vorfrankierte Rückruf. 2024 werden die losgeschickt. Nee, ernsthaft jetzt? Weil die Leute ja immer fragen, wann werden die endlich losgeschickt, die Autogramme? Was zum. Junge, das kriegt auf jeden Fall der Schänder. Borderline 3, genieß es. Das kriegt der Schänder. Belgische Brokettenfett. Ja. Wie bitte? Brokettenfett. Schickt bitte kein Fett. Das ist halt Mülltüten. Mülltüten. Oi, der gelbe Sack. Grüß an Reisi. Junge, feinstes Rauchwarenzubehör. Junge, das ist sogar noch gut. Sweet Potato Süßkartoffeln. Mit zwei Farben mit Meeresalz verfeinert. Die schmecken nie, aber die werden statt zum Essen. So Süßkartoffelchips, ich finde die ekelhaft. Kein Interesse, ich habe keine PS5. Ich habe nur eine PS5. Ich nehme diesen Preis nicht an! Universalhaltung mit Saugnapf. Universalnapf mit Saughaltung. Cool. Das habe ich dreimal oder so. Ja, hast du das nicht immer von mir? Ja, auch. Du hast mir das einfach mal mitgegeben. Hier ist irgendeine Handyhülle. Ja. Von Homil. Das ist eine Marke von. Mache 10 Cent, ist für Bruder. Ja, hier. Vielen Arsch. Möglichkeiten. Junge, was ist denn das? And all the. Hä? The Empire of Law, the Law's Secret. Ich glaube, sowas ist bestimmt der Superfahrer. Praise be Akatosh. Hey, Brutaler. Was zum Fick? Apotheke am Markt. Ja, das ist. Wildburghausen? Das ist was anderes, ja. Aber das ist interessant. Das weiß bestimmt irgendjemand aus dem Chat. Das ist Tabak. Sehr ranziger Tabak, den werde ich nicht nehmen. Eine Maske. Nerds, geil. Viele mehr Süßigkeiten an diesen Mann. Das will ich jetzt nicht. Bitte mehr Apothekenchips an diesem Mann. Toblerone. Das ist. Doom 8. Luchess, das ist von Luchess. Ah. Deswegen hat er so viel Grinsen. Ach, deswegen war auch diese Münze drin. Das ist ja, quasi. Das ist. Größe M. Also. Kennst du jemanden der Größe M? Das wäre jetzt alles ein Ding. Wunderbar. Die Sticker würde ich mir noch angucken und hier halt. Genieß es. Ja, ich würde die jetzt ungern in die Kamera halten, aber die können wir bestimmt gewissen in Koma kosten. Ach, Junge, Alter! Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Gedanken. Ich leg das mal hier. Ja, besser ist. Eieiei, bitte. Wildburghausen! Ja, man merkt's. Wo riecht denn das eigentlich? In Hildburgheim.
Ach, neben Hildburg. Der Hildburg-Hodensack. Ja, Müll. Ach Junge, das ist alles nur Verpackung. Ich will jetzt ungern hier reinfassen, aber das ist nur Verpackung und Müll. Hans. Das riecht doch sehr komisch. Ja. Das ist doch teilweise feucht. Oh, ich hatte den Scheiß gekauft. Weg. Warte, ich will noch kurz gucken, wie das ist. Könnte immer noch was dabei sein? Nee. Ich habe in irgendwas gefasst. Oh. Ja, dann lass es doch sein. Ja, ich bin direkt weg. Hast du ja sowas schon recht, Philipp Dongel. Wollen wir erstmal nochmal eine Mittagspause machen? Ja, dringendst, Alter. Da kannst du bitte noch irgendwas verzehren? Nee, ich. Ja, doch, warte. Was ist denn hier los? Wie der Bums oder so, ich weiß es nicht. Wie viel Umdrehung hat denn das? 4,8. Ja. Es mundet. So, letzte Etappe. Hey, das sieht interessant aus. Also, okay. Junge, ja, fühle ich irgendwie. Damit muss das Hotel weiter verschwendet, verkleistet werden. Für ölhaltige Betriebsmittel, Alter, geil! Das ist geil. Junge, die Aufkleber sind wirklich wild. Damit möchte ich dringend dich von innen befriedigen. Ich bin BMF. Bitte keine ölhaltigen Substanzen, Junge. Ich kacke mir einen. Junge! Da war irgendwas drin. Wildblumenmischung. Alter, die Kotten. Ja, zwei Maurerstifte. Warum? Silberlöffel. Also, was ist das für eine kranke Scheiße? Das ist doch die Haushaltsauflösung von irgendeiner Oma, die von uns gegangen ist. Mögen sie in Frieden ruhen. Das riecht sehr komisch hier drin. Das ist normal. Junge, Alter. Weizenkorn! Mild und rein! Sumpfgarten. Datum? 2003! Junge, 2003, Alter! Das ist ja einfach mal 18 Jahre alt! Das ist volljährig! Das ist eine Haushaltsauflösung! Junge, Junge, wie alt ist denn das bitte? Eieiei! Sind immer wieder Sachen hier in den Paketen? Das ist unfassbar einfach nur. 2007? 2007, Alter, Anfänger. Junge, diese Sammlung an Wahnsinn. Bärlauchöl. Öl. Bitte keine ölhaltigen Substanzen, danke. Aber das ist doch schon ewig alt hier. Steht das Apfel dort? Ja, aber der Feldmann wird das trotzdem verdauen. Naja. Vielen Mastdarm für die schmackhaften Getränke. Bitte im Video öffnen. Machen wir. Ausnahmsweise. Mach bitte vorsichtig. Mal frische Sachen für dich zum Probieren. Red Bull? Hallo. Oh, Junge. Ist reingeschnitten. Mensch. Vorsicht. Ich habe extra ein Messer mit so einer kurzen Klinge. Hier siehst du das? Ja, das ich sehe. Dieses winzige Loch. Ey, ich muss wirklich ein Messer mit noch kürzerer Klinge hier den Leuten geben. Das geht sonst nicht. Du feinst das Superchub Sparkling? Das geht sonst einfach nicht. Du feinst das Astra Rakete? Ja, Moment. Schmeiß da einmal zum Ding rein. Nee, das werde ich jetzt auch. Das ist nervlich, fertig. Döner Cola. Spezi Energy. Oh, Junge, Four Bros. Geil. Jetzt trink doch bitte mal mehr zuckerhaltige Getränke. Ja, warte doch mal ab. Nee, ich kann nicht warten. Bitte probieren im Video. Was ist denn das? Das ist jedenfalls nicht mehr haltbar. Das ist nicht mehr haltbar? Das ist von 2020. Oh, Fanta.
das absolut widerlichste. Junge. Nein, das ist bis 2022 haltbar. Ach so, ich hab das oben nur gelesen. Bitte im Video probieren. Bitte lautstark weiter und vorlesen, was du hier rausholst. Ich hab keine Ahnung, ich kenn kein was herum. Bitte im Video probieren. Doch. Oh, boah, Junge, das riecht wie Fischfutter. Ah, Junge, es ist Fischfutter. Brate. Bulgarisch, bitte im Video probieren. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Du willst alles hier essen? Zwei mal Brate, den Wassermelonen Klausche, weil den hatte ich noch nicht probiert. Und genießen. Junge, Vorbloß Bubblegum, Junge, ich komme im Strahl. Bitte mehr Vorbloß in den Chat, danke. Mhm. Setzt das alles im Video probieren? Ja, Mensch, ich nenne hier alles. Noch mal Süßkram. Ich werde das alles in Videos probieren, aber nie alles jetzt. Warum nicht bleiben? Das ist eine Verschwendung. Ich sauf doch jetzt die drei Dosen. Ich hab doch nicht gefrühstückt, Junge. Ich hab doch nicht gefrühstückt. Und der Fischschnack schmeckt eigentlich geil. Was kann da daran liegen, dass ich jetzt das nicht gegessen hab? Pulling Fireworks. Traust du damit was? Kannst du damit was anfangen? Ja. Eine Knallschnur. Hm. Das werde ich jetzt aber noch verkosten, auf jeden Fall. Bitte im Video probieren. Cola von 1997. Ach, oh, Alter! Alter, bitte! Okay, die sind extremer, als ich dachte. Oh Junge! Das sollst du im Video probieren hier? Hm? Das ist Cola von 1997. Wie bitte? Ja. Junge, die Flasche ist geil. Das saufe ich jetzt aber nicht hier irgendwie eine. Das ist zu schade, weil das ist eine Stunde jetzt hier in irgendeinem Video random. Das muss man mal zelebrieren, ja. Sowas. Das ist ja geil. Bitte im Video probieren. Cola von 1997, die trinke ich auf jeden Fall. Keine Angst. Das ist einfach zu schade, Junge. Das jetzt hier zu saufen. Und das ist das? Russische Melonenkacke. Echt? Hm? Das gibt's im Simmel. Friss das! Das ist Lokum, bulgarisches Süßigkeiten hier. Schaut an den Bulgaren-Golfer. Wassermelonen-Scherf. Oh, ja. Oh. Mach das? Ja. Aber. Mhm. Na gut, irgendwie auch nie. Was ist das? Das schmeckt nach Luftauflösung. Ich weiß nicht, ob das schmeckt oder ob das eklig ist. Also, das ist beides. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Schaut an Polis 44. Hm. Mit Corona. Das war's. Oh, ich mal Lappen bitte, oder was? Ich stehe doch hier. Vielen Master. Ich habe viel zu probieren auf jeden Fall hier demnächst. Also, das kann ich. Ja, es ist zu spät. Und kann ich viel verstehen. Das habe ich schon 6 Tage am Stück an, das kommt in die Wäsche. Ja, wirklich jetzt. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Paket. Das stimmt. Hm? Ja, die Lebensmittel das nächste Mal mitbringen, wenn ich mit dem Schänder und dem Flötenmann treffe, dann wird das alles verkostet. Warte. Ja. Beton springt gerade im Dreieck. Kauft der Schutz. So, das letzte Paket heute. Und habt ihr es geschafft, Leute? Oh, der Nachgeschmack von diesem belgischen Zeug ist eklig. Bulgarisch, die Belgisch. Achso, ja. Ja, genau. Ah, Alter. Oh. Das ist ja so süß, der Mist. Boah. Was steht denn hier drüben? Ach du Scheiße. So. Hallo geliebter Bruder Max, ich habe lange überlegt, was ich schicken könnte. Leider ich an einer schlimmen Kaufe, weshalb ich dich mit nun einigen meiner Schätzen beglücken möchte. Ich bin mir sicher, mit manchen Dingen kannst du sicher noch Unfug treiben. Ich sehe das Klingel. Der uns alle ganz dolle erregt. Ein paar hochwertige
Inventarspenden haben wir euren ins Weg. Auch ihren Weg ins Paket gefunden. Viel Spaß damit und Dankeschön, dass ich den Schund endlich los bin. Die Entsorgung hat sich ja mehr gekostet. Bei dem Westpaket ist der Inhalt zwar nicht würdig, aber irgendwas Nützliches wird schon dabei sein. Manche Lebensmittel sind sogar noch haltbar. Grüße aus dem hessischen Saarland. Hessischen. Eine gesamte Archivierung. David aka SHKER.HX Twitch Subscriber. Wenn du mehr Schund willst, melde dich auf Insta David.Saarbrücken. Wie bitte? Wenn ich was will? Wenn du mehr Schund möchtest, ist doch ein Vorfrank jeder Rückumschlag. Ich möchte mehr Schund. PPS, über ein Stück deiner gefriergetrockneten Scheiße würde ich mich freuen. Bitte keine vorfrankierten Umschläge. Soll das Gammel oder Gammel heißen? Aber das ist Gammel. Gammel. Tine Wittler macht jetzt die Bude schön. Fenster Rindswurst. Pfand. Ohne Urin. Oh, geil, Brie. Hallo, Kugel. Hey, Herr Kugellohn. Oh, 9.10.20 abgelaufen. Resterampe. Wie bitte? Resterampe Herzberg. Ja, ich bin die Resterampe. Covid-Raspeln. Covid-Raspeln? Covid-Jure fix. Das ist alles abgelaufen. Alles einfach gleich weg. Ah. Mayonnaise. Mayonnaise, kannst du die bitte exen? Margret, Junge, hier ist sogar noch was. Die ist erst seit 2 Monaten abgelaufen. Das ist ein Witz. Junge. Und abzeiggroßen Ausschlagdeckel. Wie hast du jetzt davon? Ja. Dreht auf die Uhr. Bleib gesund, damit wir weiter in deine Schweinereien erleben können. Eine Maske. Omega Null. Konfitüre. Oh Junge, bitte. Apfelrotkohl. Apfelrotkohl. Fake Xbox 360 Controller. Völlmurkt. Oh Junge, der Ranz, Alter. Dreimal Waschmittel, wenn der Flöten mal wieder baden geht. Was zum Fick? Zweimal Energy. Ui. Warte. Frühstück und Mittagessen für den Sergeant. Bitte nicht mit dem Messer an Dosen. Du machst mich manchmal wirklich wütend. Schokolade. Schokolade! Junge, das sind da keine Energies, das hat 5% Alkohol. Achso, das habe ich nie gesehen, meine Güte. Ich dachte, das stand auf dem Zettel, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. Junge, ich habe solchen Hunger. Ich habe Hunger! Mann! Ich hab Hunger! Live-Feuer! Irgendwas lebt hier drinne, will es aber selbst nicht rausfinden. Es ist noch haltbar, ich fass es nicht. Hier geil. Lebt was drin. Was? Irgendwas lebt hier drinne, will es aber selbst nicht rausfinden. Riech mal dran, oder gibt es Flöße? Gibt es Flöte? Tut mir jetzt schon leid, Fischsoße. Junge, das ist jetzt nicht in den Ernst, oder? Alter. Ich hab eine ganze Menge Zeug mitzubringen zum Schänder hier, wie man sieht. Fun. Oh, danke, danke. Knossi hasst diesen Trick. Knochen sind da bestimmt drin. Hier drin befindet sich Huhn, vermutlich von Ostern 2019. Welche schlapprigen Rentner würden sich freuen? Müsst ihr es wissen, oder? Ja, ja, erstmal den Karton vom Tisch bitte. Lass mal abseiten. Sehr geil. Bin ich gespannt. Du weißt, was du machst. Wie viel da jetzt Scheiße drin ist. Alge ist das. Ach so. Junge! Oh, was ich jetzt gedacht habe, Alter, ja. Das ist doch gar keine. Hä? Das ist genau, das ist Hugo Vignetti. Das schmeckt ach, genau. Ach, das ist einfach nur drauf gedruckt. Junge, ich kack mir ein. Das ist ausgedruckt und draufgeklebt. So, mal gucken, ob ich Hühnerknochen. Hugo, das hat ja wirklich nichts mit Eigen zu tun. Junge, ich scheiß mir ein. Aber geil irgendwie, ja? Das hat was. Das hat was.
Junge, hier drin befindet sich Huhn. Jetzt verstehe ich das auch mit Ostern. Ja, ich denke, der Schänder freut sich. Das ist geil. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Ja, jetzt bitte das Elend. Statement? Ja. Es war schön. Schickt mehr? Schickt mehr original verpackten Krimskrams. Vor allem was mit irgendwelchen Spielen zu tun hat. Und irgendwas in Richtung Lebensmittel? Nur Getränke. Zuckerhaltige Getränke. Bier. Und mehr PS5-Controller, danke. Ja, man weiß ja nie.